So, dann willkommen zurück zu Mario Party. Wir sind immer noch im Minispielstadion. Und wir haben noch 10 Runden. Und nach diesen 10 Runden, ich überlege schon die ganze Zeit, was ich an diesem Spiel machen soll. Ich glaube, ich werde Donkey Kong machen. Weil Donkey Kong ist ein Land, einfach, wo man Bowser umgehen kann. Ja. Man muss doch schon richtig, wirklich den Weg zu Bowser wählen, ja. Und deshalb will ich das Land, weil ich das einfach Land einfach cool finde. Und das Gute ist, im Donkey Kong Land gibt es auch zwei Buhus, da gibt es zweimal den Geist. Wir werden Donkey Kong später noch öfter spielen, weil Donkey Kong ist ein sehr gutes Land, um Münzen zu sammeln, habe ich schon mal gesagt. Ich werde noch zeigen später, warum das so ist. Warum man sehr gut Münzen sammeln kann. Ich kann dir sagen, warum. In Donkey Kong kann man es so machen, man kann immer einen Weg gehen, dass man immer um den Start herum geht. Ganz klein, also klar, man geht immer nur rundherum, ja, aber es gibt einen Weg in Donkey Kong, dann kann man immer so ganz klein Weg um den Start herum gehen, dass man immer wieder den Bonus holt. Wenn man da 50 Runden macht, hat man am Ende sehr, sehr viele Münzen. Und deshalb werde ich Donkey Kong machen. Gut, ich werde alles spielen mitmachen. Ich werde nächstes Mal noch Donkey Kong machen. Und dann, wenn das Ding alles gekauft worden ist, werde ich mal gerne machen. Und Peach Geburtstorte werde ich dann auch machen. Denn Peach Geburtstorte ist ein Land, wo man sehr gut mit Sterne sammeln kann. Weil ich auch schon jetzt noch mal, wie die zum ersten Mal dabei sind. Auf Peach Geburtstagstorte kann man Perlenblumen pflanzen. Ja, ist doch voll unfair. Er ist doch voll unfair. Meiner. Den habe ich nicht bekommen. Hey, alter Mann! Scheiße! Voll scheiße. Ich war voll schlecht. Ja, auf Pichuze kann man... Eine Münze. Boah, eine Münze. Yoshi 17. Boah, alter. Ja, nee, nochmal. Also auf Pichuze kann man Perlenblumen pflanzen nach einem Freizeitfeld. Und jeder, der dieses Freizeitfeld betritt, dann bestimmt diese Perlenblumenpflanze diesem Spiel einen Stern. Wenn er einen hat. Ja. Diese Blume kostet aber 30 Münzen. Und ist ja nur einmal gültig. Die hilft nur einmal. Oh, ich darf ein Eisspiel. Ich muss gar nicht spielen. Da muss ich ganz, ganz schnell drehen. Schaffe ich meistens nicht. Wenn ich einmal absetze, habe ich verloren. Habe ich verloren. Jetzt hat er mich, der Geist. Hab mich, scheiße. Das ist voll schwer. Wenn du da einmal ein bisschen falsch drehst und er hört auf, dann kannst du es vergessen. Also das beste Spiel, was ich finde, Spielblätter sind Spiele, wo es halt so ist, dass man Bowser nicht unbedingt begegnen muss. Ich sag vielleicht DK, dort muss man nur zu Bowser gehen. Bei Mario Kanonen kennen auch nicht unbedingt, ja. Ja, ich hab's glaube ich nicht, weil er nämlich... Warum? Oh Mann! Warum? Immer gehen die auf mich! Ach, leck mich doch. Und ja,
Kanonenkennen ist gut, wenn man dann zu Hause gehen muss unbedingt. TK ist gut, wenn man zu Hause gehen muss unbedingt. Bei Mario ist es Zufall, ob man hingeht oder nicht. Bei Yoshi einen auch. Bei Peach muss man unbedingt hingehen. Und bei Peach ist es auch Zufall, ob man hingeht oder nicht. Bei Luigi kann man es umgehen. Das war's eigentlich schon, mehr gibt's eigentlich nicht. Mario, Luigi, ja, das waren eigentlich alle. Kannst du dann wieder drehen. Meine Haut. Wir müssen so, dass wir müssen drehen, dass wir am Rufen sind. Dann komme ich so ein Guy und haut kommt man nicht auf die Fresse mehr von den Münzen. Wenn wir auf der anderen Seite sind, dann haut ein anderer Guy auf die Fresse mir von den Münzen. Kommt dann raus. Hau noch drauf! Oh shit! Wenn ich alleine bin, dann gewinne ich auch meistens. Oh. 15 ist gut. Sehr gut! Wir haben wir noch? Oh, 6 Runden noch. Ich war das dabei, Leute. War noch 5 Minuten, glaube ich. Ne, 10 Minuten haben wir noch. Ich mache das jetzt noch fertig. Glaube ich. Ja, ich mache das Video dann noch fertig. Auch wenn ich ein bisschen überziehe. Aber ist ja egal, wie lange der Part ist. Ich kann dann maximal so aufnehmen, dass die Festplatte voll ist. Weil ich nehme meine Fraps auf. Mit der kostenpflichtigen Fraps-Version natürlich habe ich gekauft. Aber egal. Man kann es auch cracken, ja, aber mache ich nicht, weil ich halt... Okay, ich gebe es. Ja, ich nehme meine Flips auf, ganz normal, wie auch jeder andere. Und Flips hat den Nachteil, Flips speichert die Dateien sehr, sehr groß. Also Flips macht die Dateien sehr groß. Das heißt, Flips speichert Dateien. Macht Dateien sehr groß. Also die haben schon ein paar mal, haben schon mal ein paar Gigabyte. Und ich habe also gespielt. Und am Ende war es so, meine Festplatte war voll. Die war proppe voll. Und dann habe ich alles umgewandelt. Ich muss umwandeln die Dateien und Fraps. Und dann muss ich sie hoch. Und ich lösche dann nämlich alles immer auch, weil ich kann die Dateien selbst nicht behalten, weil ich einfach nicht genug Platz habe. Ich lösche auch immer dann die ungewandelten Videos, wenn sie hochgeladen sind. Ich hatte zwei Festplatten eingebaut, C und D, aber ich speichere eigentlich alles auf C, weil es meine Festplatte, primäre Festplatte ist. Ich werde dann später, wenn ich mal... Auf D habe ich eigentlich im Moment noch gar nichts. Ich werde den dann benutzen für... Ach du Scheiße, es geht nicht lieber. Ich werde den dann benutzen für Bilder und Videos und so Zeug. Und Musik. Auf C speichere ich Spiele und ja... Den Emulator zum Beispiel habe ich dann gespeichert. Ich weiß, das sind auch Videos hier. Aber und einfach so, ich speichere einfach... Ich jetzt mit. Aber hier speichere ich einfach nur auf C. Weil ich weiß gar nicht, wie das geht mit... Wie das geht mit D. Wenn man auf D speichert. Wer gewinnt? Yoshi. Naja. Ich kriege auf jeden Fall auch 5 Münzen, weil ich den Ding eingesammelt habe. Oh, ich liefere meine Freunde. 170 Münzen, Leute. 170 Münzen. Die letzten 5 Runden haben begonnen. Ja, ich bin kurz am Bonus wieder. Sehr schön. Also ich brauche mehr wie eine 4.
nicht. Wenn ich 4 bekomme, reicht es. So komme ich nicht. Sehr schön. 10 Münzen? Jawohl. Oh, ich bin glaub, ich bin mal bei 200 Münzen, Leute. Es wird bestimmt 3 gegen 1 spielen werden. Ja, natürlich. Und ja, ich habe bestimmt wieder die gute Karte gezogen, oder? Nein, dieses Mal wieder Party. Wieder Party, nein. Wieder den Analogstick wieder drehen und wieder den Ausdruck ausleiern. Ich hab dich wirklich, ich dreh doch wie verrückt. Was soll denn das? Ich dreh doch wie verrückt. Ja, ich glaube mal, das Spiel ist so programmiert, dass Yoshi einen Treffer das Wesen von Münzen bekommt. Nein, 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 nein! Rüber, 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 rüber! Nein, nein, nein! Na, zu, komm! Shit. Aber ich schaff's auch manchmal, dass ich, dass der andere keiner bekommt, der einzeln ist. Boah! Drei Münzen nur? Ach ja, wir haben ihn dreimal getroffen, genau. Naja, egal. So, was kommt jetzt? Ja, ich habe jetzt gedacht, dass ich jetzt so verrückt werde. Oh, meine Hand. Ich hoffe, ich habe nicht jeden Sch ich bekomme von jedem Schuh, wo ich drehen muss. Oh, den Nussbär. Ah ja, da habe ich hier den Hammer. Oh, ich könnte die Haut hier abzupfen in der Mitte, wo ich gedreht habe. Ja, egal. Ich mache es immer so, ich habe hier drauf. Hier drauf, und dann kann ich nämlich hinlaufen. Und das alles wieder mitnehmen. Und den Hammer ich behalten. Danke, Donkey Kong. Peach, du bist dumm. Weißt du, das bist du was und dumm. Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Ich glaube 6 Münzen oder 11. 7. Nicht schlecht. Episch kann sich mal was Sinnvolles machen. Ah, 1 zu viel, schade. Ich hasse die 3 gegen 1 Spiele, weil man so viel verlieren kann. Besonders bei Kirmes Klein. Wer Kirmes Klein kennt, wird wissen, was ich meine. Ah ja, wunderbar. Die 2 gegen 2 Spiele sind in Ordnung. Diese Wüsten sprechen. Alleine ist das sehr gut, weil der Gemüter eigentlich immer alles richtig macht. Wenn man zu zweit spielt, muss man natürlich immer richtig drücken. Ja. Müssen beide gleichzeitig drücken. Aber... Ah, verdammt! War mir das knapp. Nein! Nein! Ich habe vergessen zu drücken, weil ich meine, ich war schon drüber. Scheiße! Oh Mann, scheiße, nein! Minus 10 Münzen! Scheiße, ja, das war... Da war ich jetzt selbst schuld. Da war ich jetzt selbst schuld. Naja, okay. Das können wir jetzt nicht ändern. Kann sein, dass ich den Bonus bekomme. Ich glaube noch was nicht. Obwohl. Jetzt kommt dann nach dem Spiel seine letzte Runde dran. Und dann geht's ja. Und dann können wir einmal würfeln. Ich brauche dann mindestens. Ja. Wie viel will ich doch zumindest bekommen? So, Glühbirnas. Hier müssen wir zusammenarbeiten. Und in dem Fall.
Ihr habt die Glühbirne und ihr müsst ihn vor den Geistern beschützen. Ihr sollt nicht diesen großen Geist hier laufen, müsst einfach beschützen. Denn Yoshi, wir können hauen und Yoshi, und Yoshi kann das nicht. Und wir müssen aufpassen, dass die Gegner nicht verflucht werden. Wie zum Beispiel Peach gerade war, weil... Und Yoshi natürlich überhaupt nicht, weil wenn Yoshi verflucht wird, haben wir ein Problem, weil Yoshi rennt dann nämlich zum Geist hin, geht die Pflanze, die Lampe, das darf nicht passieren. Und das oder Blödsinn ist, wenn alle drei verflucht sind, dann haben wir natürlich verloren. Yoshi, was machst du? Yoshi, was machst du? Ach, Yoshi. Hey, ihr wart zu dritt, ihr wart zu zweit hinten und könnt ja wirklich aufpassen. Ich hatte ja solche behinderten Penner. Oh Mann. Ja, ich hab gewonnen, auf jeden Fall. Ich möchte noch 10 Münzen bekommen. Bitte. Bitte größer. Oh, jetzt ist der Peach. Ja, komm. Jetzt kommen wir noch ein Spiel. Bitte, größer wie eine 4, bitte. Jawohl. Gut, jetzt noch wieder noch würfeln und dann kommt ein Minispiel und dann ist vorbei. Und wir haben gute Münzen gesammelt. Mal gucken, was kommt. Vielleicht gewinne ich das letzte Spiel noch. Was kommt? Was ist Knallfall? Habe ich fast schon gewonnen. Oder habe ich schon gewonnen? Ich fühle mich ungeschlagen. Habe ich noch nie verloren das Spiel. Und man muss einen Titel immer A, B drücken. Aber so, dass man immer ganz durchdrückt. Da muss man seinen richtigen Rhythmus finden, immer schnell. Wenn man, wenn man dann einen Fehler macht, dann hat man schon verloren. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen besser wie ich, ne? Aber ich habe, jetzt habe ich gestoppt. Jetzt sind wir gewonnen. So, dann bekommen wir mit 10 Münzen. Habe ich 195. Ist gut. In Ordnung. Ich glaube, ich habe vom letzten noch ein bisschen was. Letztes Spiel. Alle Minispiele wurden beendet. Wer ist der Gewinner? Das Endergebnis. Der Gewinner ist... Mario! Glückwunsch an Mario, du bist der Gewinner. Ja, Pokal. So, ich habe gezeigt. Das ist einfach. Mario! You are a winner! Jetzt kommen die Münzen. Yoshi ist letzter. Weiter. Dazu kommen die Münzen. Du musst 19 Münzen als Zinsen. Du musst 19 Münzen mehr. So, jetzt werden wir noch schön einkaufen gehen. Und hatte die Laden. So, ja, 200, 100, 200, 100, 200, 150, 300, den kaufe ich mir jetzt. Weil diese Gegenstände scheinen auch zufällig und dann teilen entweder Buhu auf, Cooper oder Bowser. Wenn Buhu auftaucht, können wir Sterne oder Münzen stehlen, wenn Cooper auftaucht, bekommen wir einen Bonus an Münzen und Bowser nimmt einfach Münzen weg. So, hier, diese meine ich. Dieser Block hier, wenn wir den kaufen, erscheint er zufällig am Spielbrett, dann hätten wir die angezeigten Münzen. Also ein Würfelblock, aber die Zahl würfelt einfach Münzen. Diesen Block geht aus das andere, da bekommen wir die Minuszahl Münzen. Bei diesem Block erscheint die Zahl 8, 9, 10, kann man würfeln. Bei diesem Block kann man die Zahlen 1, 2 und 3 würfeln. Bei diesem Block, wenn man dann drauf springt, dann wird man gebeamt. Das heißt, zwei Spieler ändern das Feld auf dem Spielbrett. Ja, der Fly Guy, den kann man drehen. Der zählt, wie oft man den
drei Stick gedreht hat. Mit der Schallplatte können wir alle Lieder hören auf den Maps, was es gibt. Und der Papagei mit dem Tonshaus und der haben die Stimme der Charaktere nach. Die Casino Box, die kann man auch aktivieren. Am Ende dann muss man A drücken. Wenn man Glück hat, dann entweder verdoppelt die Casino Box seine Münzen oder halbiert seine Münzen. Ich werde sie verkaufen, die Box, aber ich werde sie nicht einsetzen. So. Ja, wir können noch die Bank aktivieren, die Block, die da aktiv ist. Man kann ja auch die Gegenstände deaktivieren. Du kannst zum Beispiel eine Münzbox deaktivieren. Oh, ich habe den Block gar nicht gekauft, Leute. Ich bin Idiot. So, nein, ich will den Block ja kaufen. Oder soll ich ihn kaufen? Ja, ich kaufe ihn mir. Ich kaufe ihn mir. Jo! So. Nein. Wir gehen raus. So. Jetzt aktivieren. So, aktiviert. Jo. Gut aktiviert. So, jetzt gehen wir noch raus. Ja, das war's für diesen Part, Leute. Im nächsten Part werden wir dann wieder ein Brettspiel spielen. Ja. Und ich sag bis dahin tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Mario Party 1. Euer Spastin LP. Tschüss.